Stefan Kunz, herzlich willkommen zur Herbstzeit zurück im Saarland. Zeit für den Garten, kommt es gerade recht? Ja, wenn man jetzt die Wahl hat zwischen Engagement und nicht so viel Gartenarbeit oder kein Engagement und Gartenarbeit, würde ich das Erste nehmen. Wie enttäuschend ist die Entlassung? Also es war ja so, der Vorstand, der mich geholt hat, der auch ein paar entscheidende Änderungen damit vorgehabt hat, der ist ja seit einem Jahr nicht mehr da. Es ist also ein neuer Vorstand gekommen und dann hat man eigentlich schon über die Zeit jetzt gemerkt, dass da kein Vertrauensverhältnis da ist, dass keine Rückendeckung da ist und von daher gesehen hat man irgendwo so insgeheim damit gerechnet. War natürlich dann schlecht, dass wir relativ viele Punkte geholt haben. So wird es schwer, dann einen richtigen Grund zu finden für die Entlassung und den haben sie auch bisher noch nicht so richtig gefunden. Welche Rolle spielen dabei die türkischen Medien, die aus Deutschland sehr aggressiv ihre Entlassung gefordert haben? Ja, das ist eine extrem große Rolle, im Gegensatz zu hier. Du darfst nicht einfach jetzt was sagen, was gelogen ist, weil dann kann ich dagegen vorgehen. Das kann man in der Türkei nicht. Das ist dann auch manchmal ein bisschen schade, wenn solche Meldungen einfach übernommen werden, weil sie halt wirklich teilweise erfunden sind. Neben den Medien ist es noch aggressiver in den Social Medias. Also das ist kein Vergleich zu hier. Ich glaube, dass man in anderen Ländern auch ein bisschen mehr so Gefühl hat für Fakten und Daten. Und das ist dort ganz schwer nachzuvollziehen. Und daraus erwächst einen Druck, sowohl auf die Spieler als auch dann auf die Verantwortlichen. Und ich glaube, die aktuelle Verweildauer türkischer Trainer in der Super League, also in der ersten Liga, ist, glaube ich, um die 4,5 Monate. Wie groß war der Druck vielleicht auch von Präsidentenseite? Es heißt, Erdogan hätte gefordert, zu der EM hätte er gerne einen türkischen Trainer. Das weiß ich nicht. Können Sie keine Aussage dazu machen. Wie fällt Ihr Fazit aus? Super. Also das hört sich jetzt vielleicht im ersten Mal ein bisschen komisch an, aber warum bin ich damals von der U21 in Deutschland weggegangen? Ich wollte schauen, kannst du A-Nationalmannschaft? Ist noch mehr Druck? Wie gehst du mit diesem Druck um? Dann natürlich auch noch als Ausländer in einem Land, wo die Emotionen extrem hoch kochen können und wo eben dann auch noch mehr Druck aus der Öffentlichkeit kommt. Dieses Fazit ist für mich extrem wichtig, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, mir sicherlich bei allen nächsten Aufgaben helfen wird. Wir haben die ersten Ziele, die uns gestellt waren, waren noch qualifiziert ich irgendwie für die Spiele um die WM. Da sind wir dann in Portugal ausgeschieden. Dann steigen in die B-Gruppe auf, in der Nations League. Das haben wir geschafft. Und jetzt war das dritte Ziel eigentlich qualifiziert für Deutschland. Und da sind wir mit 10 Punkten, punktgleich mit Kroatien, gar nicht so schlecht gestanden. Welche Fehler würden Sie nicht noch einmal machen? Das ist schwer. Das ist eine gute Frage. Erstmal dazu Kompliment. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Vorstandswechsel auch so ein Wechsel ist in dem, was man erreichen möchte. Ich hätte mich vielleicht noch ein bisschen mehr da mit der türkischen Kultur auseinandersetzen müssen, um besser darauf eingehen zu können. Sie waren zwischenzeitlich als Flick-Nachfolger im Gespräch. Wurden Sie auch von den Verantwortlichen kontaktiert? Nein. Wäre das was? Schau mal, dasselbe hatten wir ja schon mal, als Jogi Löw gegangen ist. Ne? Mhm. Und du wirst es dann natürlich. Und damals fand kein Gespräch statt. Deswegen ist es manchmal so ein bisschen langweilig, wenn man. Das ist schön, wenn man gehandelt wird, weil es gibt ja dann ein paar Leute, die denken, das kann er. Aber auf der anderen Seite, wenn es gar keinen Kontakt gibt, ist es von meiner Seite auch nicht interessant gewesen. Weil das wird ja erst interessant, wenn die es entscheiden, mit dir Kontakt aufnehmen. Können Sie in die Zukunft schauen? Ist das ein Thema nach Vertragsende von Nagelsmann? Kann ich nicht in die Zukunft schauen. Andererseits wieder werden Sie in der Boulevardpresse gerade als Nachfolger von Martina Voss-Tecklenburg gehandelt. Wäre Frauenfußball die Nationalmannschaft? Nationalmannschaft? Ein genau. Thema jetzt aktuell, ja. Das ist gar nicht so weit weg. Ja. Ist genauso wie mit den DFB-Gerüchten. Ne? Man soll immer Stellung nehmen zu irgendetwas, was in der Welt ist, was aber nicht von denen, die es entscheiden, in die Welt gebracht wurde. Von daher gesehen ist es hinfällig. Ich äußere mich gerne dazu, wenn jemand zu mir Kontakt aufnimmt. Generell, muss ich sagen, habe ich zu Martina einen sehr guten Kontakt gehabt aus der DFB-Zeit. Wir haben uns auch viel geschrieben während der WM. Ich muss sagen, dass gerade so wie der Frauenfußball in Deutschland sich entwickelt, ist es schon auch viel Verdienst vom DFB und den handelnden Personen dort. Inwieweit haben Sie in der fernen Türkei den Saarfußball verfolgt? Ab und zu waren Sie immer hier. Immer. Ja, ich habe ja die
Darf man das sagen? Ich war die SZ Online. Von daher gesehen bleibe ich natürlich immer informiert. Haben Sie eine Nähe zu Elversberg, zum 1. FC Saarbrücken? Ja, also generell verfolgt man das ja immer. Ne? Es sind jetzt relativ viele Leute so im Amt mit Rüdiger Ziel, mit dem ich in Koblenz zu tun hatte. In Elversberg ist es der Ole Boogs, war mal ein Spieler bei LR Aalen. Mit Trainer Steffen habe ich zusammengespielt in Uerdingen. Also es gibt da ganz viele Berührungspunkte und muss sagen, also das, was Elversberg macht, ist natürlich für mich sensationell. Da ist für mich immer nur so ein weinendes Auge dabei. Ich hätte mir halt gewünscht, dass dieses Engagement von der Familie Holzer, dass das vielleicht bei Borussia Neunkirchen stattfindet, weil da einfach noch so ein bisschen das Herz dran hängt und natürlich auch viel Tradition dabei. Also das ist extremst bewundernswert, vor allem jetzt auch die drei Spiele, die drei Siege hintereinander. Eigentlich so ein bisschen FC ist so ein bisschen wie HSV. Man wartet einfach jetzt, bis er jetzt endlich mal aufsteigt. Und ich glaube, dass dann auch wieder eine dementsprechende Euphorie stattfinden wird. Wo sehen Sie sich eher zukünftig, in einem Verein in verantwortlicher Position oder im Verband? Wenn man jetzt so vieles gemacht hat, ich war ja dann auch schon Sportdirektor oder Vorstandsvorsitzender, es hängt nachher alles an der Attraktivität der Aufgabe. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich dort weiterentwickeln, dann muss es vielleicht gar nicht was ganz Großes sein, sondern es geht mir dann nachher um den Inhalt der Aufgabe. Und jetzt ab in den Garten? Yep. Dankeschön.